ich bin Lou und ich stelle euch heute ein paar junge Space-Rider vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um Glenn Allachy. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Kirschwhisky, die mir die 4 Samples aus der Core Range zur Verfügung gestellt haben. Glenn Allachy steht in Aberlour in der Nähe von Dufton im Herz der Speyside, wurde 1967 von McKinley McPherson Ltd. gegründet. Das ist ein Tochterunternehmen von Scottish Newcastle Breweries. 1985 an Invergordon Distilleries gegangen. Invergordon Distillers. 1987 geschlossen, haben schon seit 2 Jahren nichts mehr produziert. 1989 wieder eröffnet von Campbell Distillers, neuen Besitzer. Hat seitdem wieder produziert und 2017 ist sie dann in den Besitz von Billy Walker übergegangen. Der ehemalige Master Distiller von Glendronach und Benriach hat die Brennerei wieder in schottischen Privatbesitz gebracht und seit 2018, jetzt im Juli, frisch rausgekommen. Die Core Range besteht aus einem 10er, einem 12er, einem 18er und einem 25er Whisky. Habt alle 4 hier stehen. Das Video wird ein bisschen lang, wenn ich alle 4 in einem Video verkoste. Deswegen verkoste ich heute für euch den 10er und den 12er. Das Video vom 18er und 25er könnt ihr dann euch hier angucken, wenn ich es veröffentlicht habe. Genau, legen wir los. Der 10er aus der Core Range ist gelagert worden in amerikanischen Eichenfässern, in ehemaligen Sherryfässern Pedro Jimenez und Oloroso und in neuen unbelegten Eichenfässern. Ist abgefüllt in einer natürlichen Fassstärke mit 57,1%. Batch Nummer 1, limitiert auf 12.000 Flaschen, kostet 55 Euro etwa die Flasche. Ist von der Farbe her ja, ein sehr, sehr, sehr saftiges Gold. Und ist wie zu erwarten für einen Herzens-Space-Cider. Das ist allererstes sehr süß natürlich. Ich bin gespannt, was die Sherry-Fässer ausgemacht haben. Ich habe ja selber schon mal ein Oloroso-Finish gemacht. Könnt ihr euch hier angucken, das Video. Ja, der hat so, der hat was von, natürlich diese grundlegende Honigsüße. Ich finde, Honig ist immer so eine sehr schwere Süße. So wie eben dieser goldene Honigtropfen, der irgendwo meistens an allem runterläuft, wenn man sich Honig aufs Brötchen macht. Ansonsten hat er aber auch so ein bisschen was, naja, im Müsli, die Trockenfrüchte riechen manchmal so sehr intensiv. So was leicht Exotisches. Neben dem Honig so ein bisschen in Richtung Aprikose gehend. Aprikose, Pfirsich. Erinnert mich sehr an diese Trockenfrüchte aus dem Müsli. Und Honig natürlich. Riecht erstmal sehr gut auf jeden Fall, wo ich ja eigentlich nicht so der Space-Side-Trinker bin. Aber auch hier wieder die Fassstärke. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich die Fassstärke verkoste, denke ich mir so, das schaffst du, aber nein. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist mir wirklich einfach zu viel Alkoholgehalt. Ich muss ein bisschen Wasser reintun und ein bisschen runter verdünnen. Ich finde das toll, dass man Fassstärken abfüllt. Trotzdem, ich kann die meisten nicht pur trinken. Die einzige Fassstärke, die ich mal pur trinken konnte, war der Ilach. Keine Ahnung warum. Der hat funktioniert, aber bei allen anderen ist es einfach so. Hinterlässt
am Ende, warum ich immer am Ende anfange, ich weiß es nicht, hinterlässt am Ende sehr, ne, diese Honigschwere, Süße. Sehr, sehr angenehm, sehr süß. Du klebst gleich den ganzen Mund. Das Wasser zieht jetzt auf jeden Fall diese Schwere ein bisschen raus, diese schwere Süße, und bringt mich mehr so in die Richtung dieser exotischen Aprikose. Ja, die entfaltet sich dann schön am Anfang, vermischt sich sehr mit dem Honig. Das hat mir so, es ist ein bisschen was Fruchtigeres, Leichteres als Honig, von der Süße her. Dann kommt so ein bisschen die Fassstärke wieder durch, dann, ne, dann pfeffert der Alkohol so ein bisschen nach. Dann kommt so ein schöner holziger Geschmack, einfach, dass man auch nochmal merkt, ja, da ist ein Fass drin. Es hat so was Bitteres, leicht Bitteres, Herbes. Das erinnert mich immer sehr an eben diesen Sherry. Ich finde, der hat für mich charakteristisch so was Holzbittermäßiges. Obwohl ich jetzt nicht, er schmeckt nicht nach Rotwein oder so. Er hat wirklich dieses holzig, leicht Bittere. Und am Ende bleibt schön dieser Honig da. Also die Fassstärke merkt man schon. Aber es ist jetzt nicht so wie bei manchen anderen relativ jungen Whiskys. 10 Jahre ist ja jetzt nicht sehr jung. Manchmal hat man das aber so bei einem Whisky, der dann halt so total losrammelt im Mund. Das macht er hier nicht. Der ist ganz sanft, entspannt. Schon sehr reif für sein Alter, würde ich sagen. Ja, das Fass kommt am Ende schön deutlich durch auch. Gefällt mir sehr gut. Ich würde ihn bewerten, wenn ich den 12er auch zum Vergleich getrunken habe. Der 12er, auch gereift in Ex-Sherry-Fässern Pedro Jimenez und Oloroso. Außerdem in neuen, unbelegten Eichenfässern. Und er bildet so ein bisschen das neue Herzstück der Core Range. Also das wird so der Standard sein in Zukunft. Kostet so um die 40 Euro. Der hat ein kleines bisschen mehr dieses Rotweinige an sich. So ein kleines bisschen mehr. Im Geschmack viel deutlicher dieses Aprikosige, was ich bei dem 10er geschmeckt habe, ist total weg. Der riecht schon viel dunkler, viel rötlicher, viel rotweiniger. Ich weiß immer nicht, wie ich das umschreiben soll als mit Rotwein. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Geschmäcker, aber für mich ist das sehr, sehr dunkel einfach. Diese schwere Süße ist nicht so dieses klebrige Honigsüße. Das steht wirklich sehr im Hintergrund. Der hat wirklich diese Traube, diese Rotwein-Cherry-Geschmacksrichtung. Und das Fass kommt dann auch wieder schön durch. Der empfängt einen auch schön frisch. Genau, schön frisch, schön leicht, wie so eine saftige Traube, die man gerade von der Rebe pflückt und dann, aber halt nicht so quietschig süß und dann wird es so ein bisschen dunkler und wirklich dann so sherry-mäßig und dann taucht man so richtig ein in das Fass. Was ich gerade beschrieben habe, ist so ein bisschen ja der Herstellungsprozess von Wein, super groben, aber so ungefähr schmeckt er für mich. So, dass man wirklich von der Traube, von der Rebe
von einem Sommertag, an dem man die pflückt, bis hin in den dunklen Keller, wo der dann im schweren alten Holzeichenfass liegt. Mir persönlich gefällt der 12er ein kleines bisschen besser, auch wenn er, finde ich, geschmacklich etwas weniger hat. Also der 10er ist sehr süß, sehr intensiv. Ich glaube, das liegt auch an der Fassstärke einfach. Während der 12er etwas gesetzter ist, etwas mehr rotweiniger, etwas entspannter. Den 12er kann ich mir super vorstellen für so einen Alle-Abends-Whisky, den man zu jeder Tages- und Nachts- und Jahreszeit trinken kann, wie man eben gerade Whisky trinken will. Der 10er ist wieder so ein bisschen was, da muss man in der Stimmung für sein. Wenn man richtig Bock darauf hat, dann schmeckt er richtig gut, aber wenn man jetzt eher so nichts Besonderes an dem Abend, also was heißt nichts Besonderes, nichts Spezielles an dem Abend trinken will, dann ist der 12er besser als der 10er. Ich finde beide sehr lecker. Ich würde... Ja, die 4 Punkte sind immer so schwer zu vergeben, finde ich. Weil also 2 Punkte, da muss er mir schon wirklich wenig schmecken. Ganz, ganz... Ich glaube, ich habe noch nie 1 Punkt vergeben. 4 Punkte ist immer so phänomenal. Also es ist so ein bisschen schwer, das zu spezifizieren. Ich würde dem 10er 2,5 Punkte geben und dem 12er 3 Punkte. Also sie sind beide wirklich sehr gut, finde ich, für Space Hider, denen wird das total gefallen. Ich bin beeindruckt, schmeckt echt gut. Also nicht, dass jetzt Space Hider Whisky nicht gut schmeckt, aber es ist einfach so dieses... Ja, die passen rein. Da merkt man die Erfahrung beim Herstellen, beim Brennen. Da steht jemand dahinter, der wirklich Plan hat. Und das ist mit Billy Walker, denke ich, auch eine gute Person, die sie da gewählt haben. Oder Billy Walker hat ja Glenn Ellery gewählt. Finde ich beide toll. Das waren der 10er und der 12er Glenn Ellery aus der Core Range. Ganz frisch für euch verkostet. Und damit ihr auch keinen einzigen Whisky mehr verpasst, abonniert unbedingt meine Social Media Kanäle und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei, da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange!